So, meine lieben Freunde, heute ist Karfreitag und heute kommt keine Folge von mir. Das erste Mal seit meiner ersten Folge, dass an einem Tag keine Folge von mir veröffentlicht wird. In keinem Projekt, kein Spiel, kein Video. Aber so ist es halt. Heute der erste Tag nach dem Sturm. Das heißt, ich war auch mal wieder joggen. Ich war bei der Familie, es ist ja Karfreitag. Und ich war noch im Kino. American Sniper haben wir uns angeguckt. Aber da hinten ist was Neues. Was ist das bloß? Ich habe mir mal gedacht, ich könnte ja mal ein Rathaus bauen. Und das soll das Rathaus werden. Ist jetzt erst der Anfang. Die Front finde ich schon mal ganz gelungen. Ich bin jetzt dabei, da noch ein bisschen was zu machen. Ansonsten gibt es auch hier bei Minecraft Bergauf nicht viel Neues. PvP ist ja demnächst. Level 27 habe ich schon. Kann gleich noch ein bisschen zaubern. Mal gucken, dass ich vielleicht noch den Beinschutz oder die Schuhe auf Schutz 4 bekomme. Aber hier wird jetzt auf einmal erstmal das Rathaus gebaut. Das ist der Innenraum. Kommt natürlich noch ein Dach rauf. Mal gucken, wie es wird. Innenausstattung habe ich mir noch nicht überlegt, was es wird. Aber ich fand es jetzt erstmal sehr interessant, wenn man hier so rumguckt. Kann man auch einen Drehwurm bekommen. Ja, auf jeden Fall. American Sniper haben wir euch gesehen. Sehr, sehr interessant. Kann ich euch empfehlen. Ich frage euch sicher, was ich mit der Lava vorhabe. Also wer mal einen guten Kriegsfilm sehen will, der kann diesen American Sniper Film sich angucken. Ach, Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ach, Mist. Ich will so Lavasäulen machen. Jetzt ist hier aber aus irgendeinem Grund Erde drin, weil ich mal reingefallen bin. Ich hoffe, dass das noch funktioniert, so wie ich das mir vorstelle. Werdet ihr gleich sehen. Ansonsten werde ich euch jetzt nicht komplett alles zeigen, was ich hier bauen werde. Das ist ja auch zu langweilig eigentlich. Aber ich habe mir gedacht, so ein bisschen was zeigen, was hier noch entstehen soll. Also das ist ein Gebäude. Dann will ich noch so eine Hall of Fame machen, dass die Sieger der PvPs auch gewürdigt werden. Das habe ich auf jeden Fall noch vor. Das soll eigentlich dann sehr wahrscheinlich am Dorfgemeinschaftshaus, am Dorfplatz sein, weil das soll jetzt eigentlich, hier sollen auch die Regeln rankommen und so weiter, dass man dann entsprechend nicht mehr den Dorfplatz nutzt, sondern dass da dann vielleicht wirklich die Hall of Fame gemacht wird. Ja, warum habe ich den Stein hinter gemacht? Damit ich hier einen oben drauf machen kann. Und dann schauen wir mal, dass das funktioniert. Ich hoffe doch, dass das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Aber werden wir gleich sehen. Das heißt, dass hier eigentlich in der Säule halt ohne Scheiße. Ach, warte. Ja, doch. Der soll offen und der soll offen sein. Ich glaube, das kann man so machen. Obwohl, ich glaube, ich mache mal lieber was anderes. Was ist denn? Ja, so gefällt es mir besser. Jetzt habe ich eine 2 mit. Verdammt, warum nehme ich denn nicht 4 mit? Ach, ich bin auch ein Idiot. Immer. So, hier läuft es schon mal. Hier hätte es gelaufen. Hier hätte es gelaufen sein können, wenn ich nicht zu dem. Oh,
wenn ich nicht zu dämlich wäre. Aber deswegen bin ich ja ich. So, will euch auch nicht langweilen hier. Deswegen würde ich jetzt sagen, mache ich den Schnitt und dann seht ihr gleich, wie es fertig aussieht. Also bis gleich. Ciao. Wir sind wieder zurück. 2 Stunden später. Seid gespannt. Es ist schon so gut wie fertig. Deswegen habe ich gedacht, nehme ich jetzt mal wieder auf. Die Nacht wird auch ein bisschen kürzer, aber ich denke mal, es hat sich gelohnt. Ich gehe mal kurz aufs Dorfgemeinschaftshaus und gucke mal von da runter. Da war ich jetzt selbst auch noch nicht und habe noch nicht geguckt, wie es von hier oben aussieht. Also ich bin sehr gespannt. So, da hinten haben wir das Rathaus. Jo, hier die Wand müssen wir noch ein bisschen abtragen. Aber da oben wohnt ja schon der Wendel. Das heißt, dass das nicht so abgehackt ist, sondern vielleicht ein bisschen mehr Übergang hat. Natürlich wird es ein bisschen steiler als normal, aber das kann man nicht verhindern. Ansonsten klein, aber fein. Wir brauchen jetzt natürlich noch eine Brücke und wir machen jetzt noch Türen rein, aber ansonsten ist es das erstmal. So, dann gehen wir also noch runter, bauen noch die Türen ein, so dass ihr noch dabei seid bei der Fertigstellung. Also Fertigstellung des Hauses. Wird natürlich noch ein bisschen Innenausstattung machen müssen. Oh, Scheiße. Na, weil bisher ist es wirklich nur von außen gemacht. Da ist noch nicht so viel Schönes von innen. Ich habe aber auch für innen schon ein paar Ideen. So, machen wir mal eine Eisentür. Holztür sieht einfach nicht aus, denke ich mal. Sehr schön. Ein Knopf reicht. Oh, da ist noch ein Erdding. Aber ansonsten habe ich hier wirklich so eine Kuppel mal gebaut, habe ich mir gedacht. Auch von innen, nicht nur von außen. Dass man entsprechend auch einen schönen Kuppelbau hat. Ist natürlich beim Minecraft immer ein bisschen schwieriger, weil man nichts rund bauen kann. Es geht ja nur eckig. Und auch nicht mal schrägeckig, sondern wirklich nur quadratförmig. Und von daher ist es das erstmal geworden. Hier hinten wird dann wahrscheinlich irgendwie ein Podest aufgebaut. Hier so ein paar Bänke drumherum, sodass man da dann auf jeden Fall. Ja. Ich bin recht zufrieden. Ja, das war's dann. Innen fehlt noch ein Knopf. Nein. So, wir wissen ja schon, warum wir 2 gemacht haben. Sehr schön. Ja, was ihr noch nicht gesehen habt, also gesehen wahrscheinlich schon, aber was ich euch nicht erklärt habe. Hier Lava, Lava, Wasser und Wasser. Fand ich gar nicht mal so uninteressant. Ja. Gibt ein bisschen was her auf jeden Fall. So, jetzt brauche ich noch ein Schild. Damit auch die Leute wissen, dass das das Rathaus ist. Es fehlt jetzt natürlich noch ein bisschen. Naja, egal. Das war es erstmal fürs Haus. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns dann später wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.